und Russland hatte ich hier starke Bündnisse, zwei Stück gegen Ende hin, wo ich hier alles, vor allem Frankreich, stark dezimieren und schließlich vernichten und erobern konnte. Interessant vielleicht auch nochmal kurz hier hinzuschauen, in Asien, wie sich hier alles entwickelt hat. Also einige Zeit lang war das Wu-Reich sehr mächtig und stark, aber es hat sich mittlerweile alles sehr ausgeglichen hier.